Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Junge, ich war gerade 15 Minuten Unkraut zupfen und durfte duschen. Alter. Ich habe mir ein bisschen Eis mit einem Schluck Cola geholt. Und mir ist immer noch heiß. Warum bin ich hier? Ich habe noch ganz woanders aufgehört. Ein Autosave in Riften. Wo kommt der her? Ach ja. Für das Thumbnail. Und ich habe gekleckert. So. Was machen wir? Ganz einfach. Wir machen jetzt mal was anderes. Als von Stadt zu Stadt zu reisen. Und Sachen zu kaufen und verkaufen. Wir gehen mal ein Stück raus. Vor die Tür. In die echte Welt. Von Skyrim. Und ballern ein bisschen mit unserem beschworenen Bogen um. Wir haben nämlich eine Tonne Seelensteine, die sind nicht gefüllt. Genug Materialien zum Maxen der Schmiedeskunst sollte vorhanden sein. Hält uns aber erstmal nicht davon ab, noch ein wenig an unseren Zauberkünsten zu feilen. Denn die brauchen wir auch auf Maximum. Warum brauchen wir die auf Maximum? Auf 100 kann man ganze 2 Verzauberungen auf einen Gegenstand packen. Und das ist dann doppelt so gut. Ja. Das Ende der Reise der Verzauberungskunst ist am belohnendsten. Moin. Früher war ich auch ein Abenteurer, aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Links oder rechts? Naja gut, wenn du es mir nicht sagen willst, dann lass es. Hier ist übrigens, das Glas habe ich gebissen, hierhin mit Eiswürfeln gefüllt. Dieses verdammte Warten. Da war wirklich eine Menge Eis drin. Und das ist gerade mal 2 Minuten gefüllt und es sind schon, ich glaube, 5 Eiswürfel geschmolzen. Ja. Kaltes Getränk am warmen Sommertag. Hat was? Hat er ja schon mal gesagt. Eigentlich ist ja nicht gut. Aber ist mir egal. So, das ist schon das erste willige Opfer. Ein Fuchs. Den hast du. Du brauchst das nicht. Wir machen das schon. Ach nein. Ich habe keine Sachen mit. Muss das sein? Gehen wir auf der anderen Seite raus. Oh, eine Wache hilft. Warte, und das ist ein normaler Drache. Sekunde. So. Oh, und da kommt vom Hof noch. Könnte doch klappen. Machen wir. Haben schon lange keinen Drachen mehr gemacht. Hat die einen Dolch in der Hand? Ne, eine Axt. Magie? Der ballert den mit Magie von da oben runter. Na, ich find's gut. Genau. Alter, der hat schon ein halbes Leben fast. Jetzt mal übertrieben, aber er hat wirklich schon fast ein halbes Leben. Komm her, du Mistvieh! Den Paar für 12! Oh. Genau. Zeige ihr einen Weg zu einer Waffe. Ich hoffe, der Drache hat irgendwas, dass wir nicht wieder rein müssen und den hast du noch eine Waffe holen müssen. Das habe ich nämlich nicht berücksichtigt. So. Jetzt ist es schon gleich um ihn geschehen. Mensch, das ging ja ruckzuck. Na, fällt meine Maus jetzt schon wieder aus? Ich glaube, ich brauche wirklich eine neue. Ja. So. Was hat sie? Was hat sie? Was hat der Drache? 200 Kohlen, Schuppen und ein paar Knochen. Wer ist das da oben? Bestimmt jemand, der den Schattenstein verteidigt. Eine neue Drachenseele für uns. Ich glaube, die brauchen wir aber gerade nicht.
Was wir brauchen, sind Kaninchen, Büchse, Wölfe. Alles, was leicht zu töten ist. Ich würde es kaum glauben. Na. Nicht abhauen. Oh. Ganz schlecht für dich. Tja, ja. Falsche Richtung, kleiner Mann. Ganz falsche Richtung. Goldene Krieger. Achso. Ich habe mich schon gewundert, wie goldene Krieger. Ach ja, stimmt. Ich habe ja noch eine Beschworung gehabt. Ein Huhn. Warp Move. Ich wollte nur gucken, ob ich es killen kann. Oh, Hunger. Ich verhunger. Warum? Das habe ich nicht gegessen? Scheiße. Bleib stehen, du Lump! Hallo? Ist da ein Bär? Ich meine, ich nehme jetzt alles an. Ist es ein Bär? Ich nehme jetzt alles an. Bären. Boah, ey, die Fäuste von hier in der Sonne. Die tun dem richtig weh. Ja? Vielleicht bringt es ja was, wenn wir uns hier so versteckt hinstellen, dass wir irgendwann mal zweifachen Schleichschaden machen. Könnte vorkommen. Was mir neulich übrigens auch mal aufgefallen ist, wer guckt sich eigentlich die WoW-Streams der alten an? Die werden wieder angeguckt. Ab einem gewissen Punkt haben die irgendwie, hat die irgendwie keinen mehr wirklich interessiert und da das doch sehr viel Zeit die investiert wurde, habe ich das erstmal gelassen. Aber, knappe Kiste. Aber wenn das für Leute interessant ist, das kann ich gerne machen. Ich meine, man muss ja nicht immer in Raid gehen. Level zum Beispiel auch häufig Charaktere oder Daily HC ist auch noch so ein Teil, was man nicht jeden Tag macht, aber was man auch schon mal dann machen kann und. So, ja, Höhlenbär ist weg. Der eine Elch hat sich verzogen. Warum muss das so neblig sein? Ah, da ist er doch. Es war ein Hirsch. Und? Es war der Nacken, der getroffen wurde. Es sah alles erst sehr schmerzhaft aus. Einer ist auch sehr schmerzhaft gewesen. Ja, ist vorbei jetzt für dich. Wo haben wir denn noch welche? Da höre ich Vögel. Eine Burg? Dunkellichtturm? Okay. Macht, glaube ich, wenig Sinn, hier reinzugehen. Da würden höchstens irgendwelche Magier drin sein. Und das sind Menschen, die haben mächtige Seelen. Die können wir nur in schwarze Seelensterne, vielleicht auch in Seelentomaten. Bin mir nicht sicher. Habt ihr aber, meine ich, nicht mit. Jedenfalls können wir die nur in eigentlich schwarze Seelensteine fangen. In schwarzen Seelensteinen fangen. Oh. Was haben wir denn da? Spinnen? Und was greifen die an? Nicht atmen. Scheiße, die hauen ab. Oh fuck. Oh fuck. Shit.
ohne die goldene Krieger, goldene heilige Kriegerin, so rum. Sieht es ganz schön schlecht um mich aus. Für mich. So. Feierabend. Zwei Seelen wieder. Wunderbar. Was hatten die jetzt hier? Ach, ein Karnickel haben die gekillt. Die Schweine, da hätte ich die Seele von gebrauchen können. Und Fuchs. Du kommst mir gerade recht. Ist da oben ein Riese? Ja. Gegen was kämpft der denn da? Wollen wir den mal probieren? Komm, wir probieren den mal. Irgendwas anderes seht ihr euch noch? Mein Güte, ist der langsam. Nicht brennen. Nicht brennen, bluten. Alter, der ist schon wieder hungrig? Wie viel frisst denn so ein Skyrim-Charakter? Dass der nicht fett ist. Ich habe heute zweimal gegessen. Ich habe heute schon zweimal gegessen und ich dachte, ich platze. Also Riese scheint mit goldener Heiligen easy zu sein. Ziemlich easy. Die hält genug aus. Oh, oh, oh. Wenn man ihn... Okay, er hatte vorher schon einiges an Leben verloren. Ja, so ist nicht. Es müsste auch eine große Seele gewesen sein jetzt. Oh, Felle. Sehr schön. Wo möchtest du hin? Da rechts ist jemand. Habe ich eine... Nein, ich habe keine Spitzhacke mit. Ja, du wirst etwas nervös. Nein, da ist jemand. Ist er denn? Hallo? Hallo? Eine Ziege? Aha. Nein! Oh Mann! Und den Ork hat es auch zerlegt. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Ich weiß noch nicht, wo ihr Nasser sich gerade die ganze Zeit rumtreibt. Das muss mir mal einer erklären, was jetzt der gedacht hat. So, ich glaube, der hat sich verrechnet. Der hat den Satz des Pythagoras eingerechnet, als er den Kreisumfang berechnen wollte. Und dachte dann, oh shit, das passt aber nicht. Ah! Oh nein, nein, nein! Wer ballert da? Wer bist du? Hey! Da ist noch jemand, ihr Nasser. Wer ist da? Noch eine Spinne. Für diese Faustschläge, die man immer mal wieder hört, die sind richtig gut. Bist das, du Penner? Ja! So. Und was braucht, wenn ihr es will? Du kriegst jetzt erstmal ein Schwert, einen Kolben. Nach so. Euch. Wer ist das jetzt hier vorne gewesen? Wer bist du? Vergebt Ugo ihre harten Worte. Sie führt nur ihre Befehle aus. Hä? Bitte. Unser Stamm leidet und wir brauchen Hilfe. Ja, Mars, unser Häuptling, war einst ein starker und stolzer Krieger. Jetzt ist er geschwächt, verflucht. Er ist schwach und so wird auch unser Stamm schwach. Die Riesen spüren das und dringen unser Gebiet ein. Jetzt greifen sie sogar unser Zuhause an. Ja, Mars lehnt jede Hilfe ab, aber ich spüre, dass ihr unsere Rettung sein könntet. Okay.
Yamars hat befohlen, dass wir innerhalb der Mauern bleiben. Wir dürfen nicht nach draußen. Ich muss Malakat um Hilfe bitten. Dieser Fluch muss gebannt werden. Aber ich kann nicht zum Schrein von Malakat reisen. Das Ritual muss also hier durchgeführt werden, aber ich habe das nötige Material dafür nicht. Ich flehe euch an. Könntet ihr mir Trollfett und ein Dedra-Herz bringen? Ich verlasse mich nur ungern auf Fremde, aber ich habe keine Wahl. Wo finde ich ein Dedra-Herz? Natürlich in einem Dedra. Richtig, wie dumm von mir. Die laufen ja auch überall rum. Ach, guck mal, da vorne ist noch einer. Ich habe noch nicht einen getroffen. Die verstecken sich. Wer ist Malakat? Ihr kennt Malakat nicht? Er ist der Bewahrer der Schwüre. Der Herr der Flüche. Okay. Er ist schnell verärgert und vergibt nur langsam. Wer Malakat erzürnt, den wird großes Leid ereilen. Er verlangt von seinen Orks Treue und Stärke. Hm. Wir haben versucht, ihn zufriedenzustellen, aber jetzt ist er wütend auf uns. Und deshalb leiden wir. Komm. Malakat trägt einen Oblivion auf, gefangene Oger zu retten. So eine geile Quest hatte ich schon ewig nicht mehr. Ich fand die so genial, dass der einfach, der wollte, warum wurden die Oger gefangen genommen? Fragt sich jetzt jemand? Ich habe keine Ahnung, die wurden, ah doch, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Sie wurden gefangen genommen, weil die, Moment, das ist Ugor. Ugor hat es nicht überlebt. Sie wurden gefangen genommen, weil sie zur Zwangsarbeit in der Mine von einem Lord gezwungen wurden. Sag ich einfach mal. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er war. Irgendein höheres Tier. Ugor, na, war nett, dich gekannt zu haben. Noch ein Ork. Mein Gott, die sind am Meer hier. Ich denke, die dürfen nicht vor die Haustür. Die haben Hausarrest. Jedenfalls. Malakat hat sich einfach angehört, wie so ein, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn in, RPGs, Orks, ich muss ja immer an Gothic denken, und zwar an Gothic 1, da trifft man ja den Urshak, der kann sprechen, der ist auch nicht dumm, aber er hört sich so stark gebrochen an, also nicht gebrochen als Person, sondern von der Grammatik. Und Malakat in Oblivion hat auch mit ganz gebrochener Grammatik gesprochen. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass sie immer dumm sind, aber es hat immer so einen kleinen Hauch von dümmlich. Also so ein... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht so, als würde ihm da irgendwas fehlen in der Birne. Aber warum liegt da vorne eine Leiche? Ein Goblin? Ein Goblin? Es gibt Goblins in Skyrim? Komm, fertig machen jetzt hier. Ich will den Goblin angucken. Diese Folge wird eigentlich auch jetzt fast nur noch daraus bestehen, dass ich hier in der Wildnis umherlaufe, irgendwelche Tiere töte, je nasser sich nicht entscheiden kann, ob sie links oder rechts läuft. Und ich ständig von links nach rechts laufen muss, um an ihr vorbeizuschießen. Und was hat dieser Goblin? Kann man hier mehr Goblins finden? Ist hier vielleicht irgendwo ein Stamm von Goblins? Oh, ein Vogelnest. Da ist ein Baumstamm. Ich dachte, wäre vielleicht doch irgendein Tier. Aber es war ein Baumstamm. Mir ist übrigens aufgefallen, dass manche Folgen aus irgendeinem Grund riesig sind. Also größentechnisch. Und dass es tatsächlich gestern dazu gekommen ist, dass ein Upload, der fertig war, nicht online gegangen ist, weil der noch nicht in Full HD ready war. Das muss YouTube geändert haben. Normalerweise geht es auch erstmal in der SD-Version. Und die bestimmt geändert. Dass man erst ab 720 oder so gucken kann. Aber ich meine, man kann das Video auch runterskalieren. Ich meine, ich gucke ja manchmal auch selber rein, um zu gucken, ob die Render-Qualität passt. Na, dich kriegen wir. Shit.
Aber glaubst du doch nicht, dass du hier abbauen kannst? So nicht. Na! Perfekt. Ich wusste doch, dass er nach rechts ausschwenkt. Keine Angst, ich habe das Vogelnest gesehen. Da ist irgendwo ein Bär. Ich habe das Vogelnest gesehen hier vorne. Das hole ich mir auch noch eben. Deswegen wird es jetzt sehr, sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die Folgenlängen auf knapp unter 40 Minuten immer halten werde. Mit Ausnahmen von vielleicht mal am Wochenende, wenn ich nichts zu tun habe. Dann kann ich sie auch... Shit. Shit. Was war das? Hä? What? Hä? Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann kann man sie vielleicht mal länger ziehen. Aber, dass ich dann, ein bisschen vorproduzieren kann. Dass ich dann einfach mal, zwei, drei Folgen euch voraus bin. Habe ich den Fuchs verloren. Mist. Dass ich euch zwei, drei Folgen voraus bin, dass die auch immer schön um 15 Uhr Upload sind. Wenn das zeitlich irgendjemanden überhaupt nicht stört, wenn sie auch später kommen. Ich meine, wir können den Upload-Zeitraum. Ich dachte immer so 15 Uhr. Hatte ich nicht mal auch früher gemacht? Es gab auch mal Zeiten, wo ich um 13 Uhr gemacht habe. Das hat aber gar nicht... da bin ich auch häufiger zeitlich völlig hinterhergehinkt. Weil ich ungerne Wochen im Voraus Sachen vorbereite. Ungerne einfach, weil, ich meine, es ist hier eine kleine, also ganz, ganz, ganz kleine Community. Aber wenn ihr mir irgendwas schreiben wollt, dann will ich darauf auch eingehen können und nicht dann irgendwie, ja, okay, alles klar. Jetzt ist Folge 17 plus, jetzt kann ich auf deinen Kommentar von vor Folge, von vor zweieinhalb Wochen eingehen. Seht ihr? Wäre auch, dass ihr ja so gesehen Vorschläge machen könnt. Na? Gut. Ich finde den Fuchs nicht wieder. Ich finde auch gerade gar keine anderen Tiere. Ah, da ist ja eins. Oh, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass der nach rechts ausschwenkt. Wo ist er? Der ist rechts dran vorbei. Ah, das ist schlecht für den Hirsch. Wo will der hin? Mann! Nein! Du Dreckskerl! Boah! Warte. Erstmal noch ein bisschen heilen. Kann ich springen, wenn ich heile? Schade. Und, wann habe ich Zeit? Ich glaube Samstagabend. Muss ich mal schauen. Oder Samstagmorgen. Die, wie soll ich sagen? Die Wahrscheinlichkeit, dass Velaya demnächst komplettiert wird, storytechnisch über einen Livestream. Hatte ja auch mal überlegt, ob ich vielleicht dann auf Twitch streame. Ja, das war aber viel zu viel Bullshit für, von wegen, ich weiß nicht, viele Leute haben ein Problem mit der Plattform. Genau, ich es mir nicht angeguckt, ich streame ja auch nicht auf Twitch. Ich streame auch aktuell nicht auf YouTube. Wenn, dann mache ich es auf YouTube. YouTube habe ich jetzt alles so passend eingerichtet. Und wenn da sowieso gerade irgendein Bullshit läuft, kann man wieder langsam Richtung Riften zurücklaufen. Dann bleiben wir bei der Plattform YouTube. Bin ich auch ganz cool. Also ich selber gucke effektiv gar kein Twitch. Ich gar nicht. Wenn dann eigentlich nur YouTube. Ja, war's eigentlich. Also das einzige Streaming-Tool, was ich nutze, ist YouTube. Weil es mir von der Plattform her allgemein am besten gefällt. Könnte ich auch sagen, oh, es gibt ja so viel YouTube-Werbung. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der einen Premium-Account hat. Weil ich in einer Stunde, weil ich auch viel Musik auf YouTube runtergeladen habe, die ich für... Au! Die ich für
für Sport nutze. Und da kann ich einfach ganz schnell sagen, wenn ich ein cooles Lied bei YouTube gefunden habe. Oh, das will ich aber als Offline-Wiedergabe haben. Ist jetzt keine Werbung für YouTube Premium. Ich habe schon immer viel YouTube geguckt. Und ich habe auch immer lange und oft Adblock benutzt für das Ganze. Mittlerweile nicht mehr, wie gesagt. Mittlerweile nicht mehr, mittlerweile Premium-Account. Und ich habe da keinen wirklichen Bezug zu der Plattform Twitch. Ich bin erschöpft. Das ist nicht schlimm, wir sind auf dem Rückweg. Ich darf erschöpft sein, ich habe schon viel gemacht. Wie viele Seelensteine haben wir jetzt eigentlich gefüllt? Mal gucken. Also einen gewöhnlichen, noch einen gewöhnlichen, noch mehr gewöhnliche. Einen großen, das war der Riese, ganz viele kleine. Und ein paar armselige. Das reicht aber noch lange nicht eigentlich. Guck mal, da vorne sind noch ein paar Spinnen. Gehen wir doch mal auf die andere Seite. Weil dann nehmen wir die Brücke. Ich weiß nicht, ob es jetzt gleich kalt wird, wenn die Sonne runtergeht. Und wenn ich dann nass bin, dann... ist das nicht sehr praktisch. So. Bam, Sniping. Kennt ihr diese Longshot-Videos, wo ein Dude sich irgendwo am ADW hinstellt und dann über mehrere gefühlte Kilometer irgendeinen ganz gezielten Pfeil schießt, dieser Killshot-Move kommt und man sieht einfach nur, wie ein Bandit von in 2 Kilometern Entfernung umfällt oder so? What the fuck? Hallo, wir haben kein Silvester? Ich glaube... Inessa ist mega pissed auf Stello. Staleo. Wir lassen die beiden mal sich kebbeln. Ich hoffe, dass Inessa gleich einfach hinterherkommt. Ja gut, es ist halt keine clevere Idee mehr zum fetten Explosionszauber in 2 Frostbissspinnen reinzuholzen, wenn da 3 Leute drum stehen. Was denkt denn sich Staleo? Dass ihr Nasser das gefällt, nur weil sie Dunkelelfin ist und dann eine höhere Feuerrisi hat? Auf keinen Fall. Der wäre ja auch pissed, wenn ich das abbekommen hätte. Ich wäre wahrscheinlich sogar umgefallen. Und wäre mir dann noch mehr pissed, weil ich dann nicht gespeichert habe, was ich jetzt gerade mal nachgeholt habe. Boah, ich hätte dann aber auch Staleo voll uns das Brett geschlagen, ey. So. Wir machen dir einen Kranz aus prismatischen Pfeilen, nenne ich es einfach mal. Beschworene Pfeilen. Oder? Kann man? Wie viele Pfeile kann man reinschießen? 2, 3. Aber 3 springt er immer wieder rum? Ja, 3 ist maximal. Hm. Der Nahkampfbogen, Mann! Das ist die Faust, Junge. Oh, Inessa ist da. Was hast du mit Staleo gemacht? Sagen wir nicht, er ist tot. Das wäre schlecht. Staleo ist für eine Quest wichtig. Die machen wir 2 jetzt nicht. Hoppala. Nicht immer und die Konsole, ne? Ja, weil ich auf 1 drücke, dann fliege ich häufig daneben auf dieses Dach da. Man nennt es auch Apostroph. Oder? Ist das nicht ein Apostroph? Nein, ist das nicht ein Apostroph. Wie nennt man das nochmal? Irgend so ein Akzent? Ein Akzent, oder? Meine schon. Na, wen haben wir denn da? Ein Wolf. Boom! Und beim Boom muss natürlich auch noch schön der Hunger reinkicken. Habe ich was zu essen mit? Nichts Gebratenes. Doch schlecht. Hoppala. Soweit sollte das Mikro nicht wieder nach vorne. Oh, ein Wolf, ein Fuchs. Der hat Pech. Siehst du, sowas meine ich. So auf die Distanz wunderbar schön den Fuchs einfach aus dem Leben geschossen. Der wusste nicht mal, was passiert. Da ist einfach zack, Licht aus.
So, haben wir noch was? Das hört sich hier so idyllisch an. Wenn ich da runter gehe, kommen bestimmt Zweiglinge. Zweiglinge sind eklig, die will ich jetzt nicht machen. Oh, aber hier ist, glaube ich, ein Fuchs. Habe ich es doch richtig gesehen. So, da rechts ist noch irgendwo ein Bär, den machen wir auch. Hier links. Oh. Gerade einen Fuß gejuckt. So, wo haben wir ihn denn? Da ist er ja. Alter, jetzt juckt es auch noch das Bein. Das ist bestimmt, weil ich nicht anständig das Bein abgewaschen habe, gerade nach der Gartenarbeit. Ich habe nur eben schnell ganz fix drunter. Wusch, kalt. Und dachte mir, das reicht. Oh! Bleiben wir am Hintern. Der Hintern ist so fett, den kann man gar nicht verfehlen. So. Ich laufe ja einfach auch nur querfeld irgendwo über die Walachei, ne? Irgendwo durch die Walachei. Ich will hier hoch. Siehst du, ich wusste doch, dass da noch ein Fuchs ist. Deswegen wollte ich hier hoch. Das kannst du voll vergessen, Junge. Mist. Nein! Nein! Ich bin an der blöden Kante hängen geblieben. Ja. Mist. Genau das hatte ich befürchtet. Dann habe ich das letzte Mal gespeichert. Habe ich nicht direkt nach dem Fuchs gerade gespeichert? Nein. Welcher Bär ist das? Ach, der Bär. Schwere Rüstung. Ach, von dem, von der Maske. Death Counter für diese Folge 1. Mittlerweile habe ich auch nur noch Wasser in meinem Glas. Also ja, das ist noch ein bisschen Cola-Rest, aber der ist so hell. Kann ich gleich mal ein bisschen Cola nachkippen. So, dann machen wir noch mal eben kurz. Ich habe ja gesagt, wir machen jetzt die Folgen zwischen 30 und 40 Minuten. Machen wir den Bär hier noch. Machen wir hier einen kurzen Cut. Dann setzen wir in der nächsten Folge hier ein. Aber vorher, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, lesen wir weiter im Buch Die Wolfskönigin. Pro Thema. Na, den Namen habe ich mir gemerkt. So. Also. Schnell speichern. Und dann lesen wir mal wieder vor. Was haben wir denn hier? Bücher. Wolfskönigin Buch Band 1. Wo waren wir denn da? Pelagius, 11 Jahren, Botschafter des Königsreichs von allen angekommen, Hoheit flüsterte, bla bla, gerade jetzt ist eure, wo ist eure Mutter? Erzpriester Kynaret, wo ist euer Bruder? Das ist Pelagius. Hochzeit von Herzog, ja genau, beschäftigt, lächelte hinzu, ihr wisst ja, wie mulmig ist, bla Nord. Beeilt euch, ich habe das Gefühl, bla bla, Familie. Wo ist sie und wo ist Mentilla? Kinderzimmer. So, und das war's, glaube ich. Hier waren wir mal nicht stehen geblieben. Wo Potema ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich lernt sie. Ich dachte, ihr mögt die Kinder nicht um euch. Doch, vor allem bei solchen Treffen mit Botschaftern in muffigen Staatsgemächern, seufzte der Kaiser. Sie bringen frischen Wind herein, das hatten wir schon gelesen, aber das lesen wir jetzt nochmal, und einen Hauch von Unschuld und Höflichkeit. Ach ja, lasst den verdammten Botschafter rein, sagte er zu Balbus. Potema war gelangweilt. Es war Regenzeit. In der kaiserlichen Provinz Winter und die Straßen und Gärten der Stadt waren überflutet. Sie konnte sich nicht mehr an die Zeit vor dem Regen erinnern. Waren es Tage, Wochen oder schon Monate? Seit die Sonne zum letzten Mal geschienen hatte? Die Probleme haben wir gerade nicht. Unter dem fortwährenden Flackern der Fackeln und dem
vor dem Palast. War nur schwer zu beurteilen, wie viel Zeit verstrichen war. Potema ging durch die Hallen aus Marmor und Stein. Sie hörte den prasselnden Regen und dachte nur daran, wie langweilig ihr doch war. Astefe, ihr Lehrer, wartete sicher schon auf sie. Normalerweise machte es ihr nichts auszulernen. Das Auswendiglernen fiel ihr nicht schwer. Sie fragte sich selbst ab, als sie durch den leeren Ballsaal ging. Wann war der Unterricht von Orsinium? Achso, wann war der Untergang von Orsinium? Erste Ära 980. Ich arbeite dran, sorry. Wer schrieb die tamrielischen Traktate? Kosei. Wann wurde Tiber Septim geboren? Zweite Ära 288. Wer ist derzeit König von Daggerfall? Mortin, der Sohn von Gottlyr. Wer ist derzeit Herrscher von Silvana? Barbarend, der Sohn von Varbaril. Wer ist der Kriegsherr von Kleinmottien? Fangfrage, es ist eine Frau. Ioa. Was bekomme ich, wenn ich ein braves Mädchen bin? Nicht in Schwierigkeiten gerate und mein Lehrer sagt, dass ich eine hervorragende Schülerin bin. Mutter und Vater werden ihr versprechen, mir ein eigenes dädrisches Katana zu kaufen. What the fuck? Nicht einhalten und behaupten, dass sie sich an ein solches Versprechen nicht erinnern können. Und das ist ohnehin zu teuer und gefährlich für ein Mädchen meines Alters ist. Stimmen kamen aus den Staatsgemächern des Kaisers. Es war waren ihr Vater, ihr Großvater und ein Mann mit fremdem Akzent. Ein Nord. Potema verschob einen Stein, den sie hinter einem Wandteppich gelockert hatte, und lauschte. Lassen Sie uns offen sprechen, eure kaiserliche Hoheit, vernahm sie die Stimme des Nords. Meinem Gebieter, dem König des Königreichs von Einsamkeit, ist es egal, ob Prinzessin Galana aussieht wie ein Ork. Er möchte ein Bündnis mit der kaiserlichen Familie eingehen und ihr habt zugesagt, ihm Galana zur Frau zu geben. Andernfalls müsst ihr die Millionen von Gold zurückgeben, die er euch gegeben hat, damit ihr den Aufstand der Khajiit in Torval niederschlagen könnt. Das war eine Übereinkunft, die zu Ehren ihr geschworen habt. Ich erinnere mich nicht an ein solches Versprechen, hörte sie ihren Vater. Erinnert ihr euch, werter Vater? Potema glaubte aus dem antwortenden Murmeln, die Stimme ihres Großvaters des alten Kaisers herauszuhören. Vielleicht sollten wir zum Archiv gehen und nachsehen. Meine Erinnerung mag mich trügen, erklang die Stimme des Nords sarkastisch. Ich bin mir ganz sicher, dass euer Siegel auf der Vereinbarung war, ehe es weggeschlossen wurde. Es kann aber natürlich sein, dass ich mich irre. Wir werden eine Pagen zum Archiv schicken. Eine Pagen? Ist das richtig? Nicht einen Pagen? Damit dieser die bekannten Dokumente bringt. Hörte sie ihren Vater mit der ihr vertrauten milden Stimme antworten, die er benutzte, wenn er dabei war, ein Versprechen zu brechen. Potema kannte sie nur zu gut. Sie steckte den Stein wieder zurück an seinen Platz und eilte aus dem Ballsaal. Sie wusste genau, wie langsam die Pagen gingen, die es gewohnt waren, Botengänge für den tattrigen Kaiser zu machen. Sie konnte in Nullkommanichts ins Archiv gelangen. Die massive Ebenholztür war natürlich verschlossen, aber sie wusste, was sie zu tun hatte. Vor ungefähr einem Jahr hatte sie die bosmerische Kammerzofe ihrer Mutter beim Stehlen erwischt. Im Gegenzug für ihr Schweigen musste die junge Frau ihr beibringen, wie man Schlösser knackt. Potema zog zwei Nadeln aus ihrer roten Diamantbrosche. Alter Schwede! Eine Diamantbrosche? Not bad. Und steckte die erste mit ruhiger Hand in das erste Schloss. Wobei sie sich die Kombination aus Schlüsselhalm und Zuhaltung im Mechanismus einprägte. Jedes Schloss hatte seinen eigenen Charakter. Das Schloss zur Speisekammer in der Küche, 6 freie Zuschaltungen, eine 7. Feste und ein Sicherungsbolzen. Sie war nur zum Spaß in die Speisekammer eingebrochen, aber sie dachte mit einem Lächeln,
Wäre sie zum Beispiel eine Giftmörderin, dann wäre der gesamte kaiserliche Haushalt nun tot. Alter, was ist das für ein Mädchen? Okay, lesen wir noch das Schloss? Warte mal. Ja, das hört sich spannend an, aber ich würde sagen, dass mit dem Schloss, das lesen wir nächste Folge, denn ich werde jetzt direkt im Anschluss weiter aufnehmen. Und dann können wir nächste Folge mit das Schloss zu Antiochus versteckten Vorrat weiterlesen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Nicht so viel schwitzen. Tschüss. Ach ja.